Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play War Thunder. Ich würde sagen, wir spielen heute mal... Oh, was habe ich denn hier? Will ich mal kurz wechseln. War gerade überlegen, ob ich die Japaner spiele, aber nee, ich glaube ja nicht so. Ich glaube, ich spiele heute nochmal die Briten oder doch die Deutschen. Ach komm, wir spielen heute mal die Deutschen. Und zwar nicht mit T1, sondern ich nehme mein normales Preset dann natürlich wieder. Wir spielen heute nicht Low-Tier-Bereich. Und schauen mal, was ich da mit denen so anstellen kann. Das letzte Mal lief es mit den Amerikanern ja eigentlich ganz gut. Ich war zumindest halbwegs zufrieden mit dem, was ich da verzapft habe. Ja. Das Problem, was ich letztes Mal berichtet habe oder worüber ich berichtet habe mit dem ganzen Netzwerk gequatscht und so, das ist dann direkt am darauffolgenden Tag tatsächlich behoben worden, also wie ich es eigentlich prophezeit bzw. mir erhofft habe. Auch auf jeden Fall sehr schön. Mal gucken. Geht's wo, Trop? Was nehmen wir denn? Übrigens, habe ich irgendwie irgendjemand Hirnloses... Ach nee, ich will eigentlich gar nicht mehr so böse sein. Hat mich geflamed von wegen, weil ich mal gesagt habe, dass diese G2-Trop und die F4-Trop... Nicht die F4. Die G2-Trop war mit irgendeinem Flugzeug baugleich. Ich glaube, das habe ich gerade gar nicht mit dabei. Und ich meine, das habe ich irgendwie gesagt. Ach, irgendwie bin ich verwirrt. Ich will darauf gar nicht eingehen. Also vergesst einfach, was ich gesagt habe. So, wir fliegen mal mit der Focke-Wulf. Machen ein bisschen Boom and Zoom. Tolle Maschine, muss ich schon sagen. Richtig schön stark. Ach, während ich hier mal hochfliege, können wir mal ganz kurz gucken, ob ich in der Steuerung kleinkalibrige Bewaffnung... Taste zuweisen, linke Maustaste, Taste zuweisen, rechte Maustaste, mit Zoom-Kamera ersetzen. Warte mal, da muss ich das kurz mal... Ich will mal kurz drehen dabei. Ich muss das kurz mal machen. Ich will das nämlich ausprobieren. Mach ich die Runde mal. Tastenzuweisung entfernen, Taste zuweisen. Ich mach mal hier linke Maustaste ersetzen. Und hier mache ich Taste zuweisen, rechte Maustaste. Die kleinkalibrige mache ich mal da drauf, so. So, das ist die Kleinkalibrige jetzt. Mein MG und auf der anderen Taste haben wir die Großkalibrige. Und ich kann beide gleichzeitig abfeuern, um, ja. Um eben beide abzufeuern. Logisch. Warum mache ich das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will das mal ausprobieren. Ich habe den Tipp bekommen. Ich habe gefragt, beziehungsweise den Hinweis. Na, eigentlich Tipp. So nach dem Motto, hey Rio, mach das doch mal. Das ist gut. Und ich habe gefragt, warum soll ich das eigentlich machen? Und dann hat er mir das erklärt. Und tut mir leid, ich habe deinen Namen gerade echt nicht mehr im Kopf. Ich verbinde euch ganz oft eigentlich immer mit den Avataren. So visuell, weiß ich auch nicht warum. So, ich gehe mal auf die Spitfire da unten. Ah. Das war nicht ganz so ideal. Wir ziehen nochmal hoch hier. Ein bisschen doof gelaufen. Aber die Jacke 9T würde ich mir aber auch ganz gerne mal krallen. Probieren wir es doch nochmal. So. Oder die Jacke 9. Wir gehen mal auf die Jacke 9 hier runter. Ich weiß, dass da noch die Spitfire ist, aber... Na! Nicht gekriegt. Nein! Ich bin kein Turnfighter. Aber ich krieg die Jacke vielleicht trotzdem noch. Oh, die Jacke ist schon hin. Was zum Teufel passiert hier gerade eigentlich? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Alles stürzt hier auf einmal ab. Warum auch immer, wir laden mal kurz nach. Achso, ja, mir ist die Erklärung wieder eingefallen. Er hat geschrieben, wegen Ladehemmung etc. pp. Und pipapo oder sowas. Irgendwie so war da was. Meine ich. Aber ich kann es mir jetzt auch nicht erklären, warum. Ich muss mir den Kommentar nochmal durchlesen. Ich weiß nur, dass ich es ausprobieren wollte. Im Prinzip macht das ja auch Sinn, weil man eventuell ja, gezielte Feuerstöße mit den einzelnen abgeben kann. Wenn man so zum Beispiel, ich sag mal, die Maschinenkanone oder die großkalibrigen Waffen sind ja im Prinzip rein von der
Bewaffnung her wertvoller als die kleinkalibrigen. So würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn man mit einem großkalibrigen einen ordentlichen Treffer setzt, na dann rumst das halt gewaltig. Bei kleinkalibrigen, das sind dann halt mehr so, ja, streift so ein bisschen rüber. Man kann vielleicht ein bisschen kritische Schäden oder ein bisschen Schäden an den Modulen machen. Aber in der Regel kann man mit den kleinkalibrigen, zumindest ist es eher unüblich, dass man damit dann jemanden one-hittet oder sowas. Außer man trifft halt sehr glücklich, nehme ich zumindest mal an. So genau kann ich das ja auch nicht unterscheiden, weil ich ja eben immer beides gleichzeitig abgefeuert habe. Die von den Maschinenkanonen bzw. großkalibrigen Waffen hat man aber immer nur etwas begrenzter Munition zur Verfügung und dementsprechend muss man natürlich genau gucken, na, treffe ich damit jetzt nicht oder treffe ich damit jetzt nicht. Und wenn man dann so ein paar Prediction Shots macht, dann ist es natürlich eher sinnvoll, vielleicht mal die kleinen zu benutzen und dann danach die großen. Ich fliege jetzt voll auf den B-25 dazu und werde jetzt mal ein bisschen auf Not gehen. Ah, der fliegt von mir weg, ne? Ich muss jetzt mir den Zoom nochmal auf eine extra Taste legen. Aber ich glaube, den kriege ich vielleicht sogar. Ich glaube es einfach nicht. Typhoon MK1B mit einem Schuss, ne? Das ist halt... Weil ich mich auf den Spenner da so konzentriert habe. Schräge Musik aktivieren? What the fuck? Fahrwerk ein- ausfahren, ist alles klar. Hilfstriebwerke zünden haben wir wohl nicht mit einem normalen Flugzeug. Ich hätte ganz gerne Steuerung nicht zugewiesen. Das sollte ich mir auch nochmal zuweisen. Werde ich auch nochmal ausprobieren. Glättung der Mausbewegung, nein. Fahrwerk, Bombe abwerfen, Rakete abfeuern, Steuerung. Oh, das ist ja gut zu wissen. Ziel aufschalten. Wo habe ich jetzt diesen blöden Zoom-Modus? Ausbilder, Wiederholung, Verschiedenes. Sichteinstellungen. Cockpitansicht, Zoom-Kamera auf der 0. Ja, ersetzen wir. Okay. Fortsetzen. Okay, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Ich nehme mal die andere Focke-Wulf. Irgendeine habe ich mir neu erspielt. Ich glaube, das war die hier. Haben beide den gleichen Rang. Glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Die Runde läuft echt dran. Sie läuft katastrophal. Also anders kann man das nicht sagen. Ich habe noch nichts gerissen. Einfach mal. Warum bin ich eigentlich mit jemandem so in einem Platoon? Ich bin einfach mit jemandem in eine Staffel geworfen worden. Kann mir das mal jemand erklären? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also es ist mir schon mal aufgefallen, dass man einfach mit jemandem in eine Staffel geworfen wird. Und das Spiel automatisch irgendwelche Staffeln bildet. Verstehe ich nicht. Ist der auf meiner Friendlist? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. So, da unten haben wir einen B-109. Gehen wir mal auf die drauf. Denke ich mir gerade so. Hinter mir scheine ich nichts zu haben. Ja, super, ist schon wieder vorbei. Das war ja eine tolle Runde. Nee, ist noch nicht vorbei. Eieieiei. Da oben kommt eine Spitfire. Ich fliege jetzt einfach mal auf die Spitfire dazu. Da kommt noch eine ganze Menge mehr. Ich habe gar keine Lust auf die. Was ist denn mit der F4F da? Die stürzt ab. P39N. Mhm. Die hat's auch schon zerrissen. Naja, gut. Dann gehe ich da doch mal Richtung Flugfeld. Ich will ein bisschen aufsteigen eigentlich. Hätte ich mehr Bock drauf. Der auf mich runterstürzt? Der stürzt auf mich runter. Wo ist denn der jetzt hin? Über mir. Probiert er hier eigentlich mit mir?
Ach ja. Mann, die Russen sind so OP, die können einfach alles. Tut mir leid, aber die Russen sind einfach nur lächerlich. Die können einfach alles. Du kannst die nicht ausweichen, du kannst die nicht austurnen, du kannst die nicht wegfliegen. Sie können einfach alles. Und haben dann noch eine lächerliche Bewaffnung. Ich kann die nicht leiden. Ich kann auch weniger leiden, dass ich keinen Abschuss habe. Oh, ich krieg grad schon wieder Aggression bei dem Spiel, ne? Warum haben die jetzt eigentlich beide Flugfelder? Ist mir auch ein Rätsel. So, ich spiele jetzt einfach Boom and Zoom mäßig. Ist mir jetzt Wurst. Ich habe kaum Schüsse abgegeben. Irgendwie fliege ich total beschissen. Verliere die ganze Zeit meinen Höhenvorteil. Ich weiß auch nicht, ey. Irgendwie benehme ich mich gerade wie so ein... Oder fliege gerade hier wie so ein... Wie so ein Walfisch. Keine Ahnung. Kann Wal fliegen? Und immer überall, wo ich hinfliege, ist schon kaputt dann. Ist schon tot. Ich fliege jetzt einfach mal ein bisschen höher noch. Da zum Beispiel auf die EL2 könnte man gehen. Ich fliege mal ein bisschen Richtung EL2. So. Ist irgendwas hinter mir? Nö, sieht nicht so aus. Die scheint da jetzt runterfliegen zu wollen. Gott, jetzt bin ich schon wieder zu schnell. Schon wieder hochziehen. Spitfire will auf mich zufliegen. So. Fliegen wir nochmal hoch. Oh, guck mal, wo der... Der kommt mir entgegen. Der Kollege. So, jetzt nehme ich mal die Kampfklappen rein und versuche ihn hinterher zu turnen. Meine Güte. Boah, wurde ja auch mal Zeit. Ich glaube es einfach nicht. So. Jetzt kann ich eigentlich wieder meine Klappen... Ah, ich habe Kampfklappen gerade gehabt. Ich würde gerade sagen, was machen wir denn hier gerade? Könnten wir bitte mal auch den anderen Platz einnehmen? Mann, ich habe mal einen Abschuss. Ich fasse es nicht. So, ich fliege jetzt mal Richtung anderen Flugplatz. In der Hoffnung, dass wir den dann vielleicht auch einnehmen können. Warum... Habe ich gerade so einen Warmmotor gehabt? Warum kocht mein Kühler gerade? Kann mir das jemand erklären? Ich frage mich... Das weiß ich gerade gar nicht. Normalerweise... Nee. Doch, ist schon eine Wasserkühlung drin, aber die eben durch die Luft ja gekühlt wird und... Ich frage mich, ob man eine höhere Kühlleistung in diesem Spiel hat, wenn man sich schneller fortbewegt, also die Geschwindigkeit höher ist, als wenn man eine geringere Fluggeschwindigkeit hat. Das würde mich mal interessieren, weil das ist ja ein sehr... Oh, ich hoffe, ihr hört das nicht die ganze Zeit so extrem bellen. Das ist ja schon ein sehr simulationslastiges Spiel. Oh, Gottes Willen, stellt doch die Hunde ab. Ja, die Hunde freuen sich gerade, ist gerade irgendjemand gekommen. Normalerweise dürfen die nicht bellen. Eigentlich sollte meine Freundin dann sagen, dass sie aufhören sollen zu bellen. Aber manchmal scheint sie das einfach so dabei zu belassen. Oh, ist schon vorbei. Na toll, ein Abschluss gerade mal erreicht. Was eine blöde Runde. So sollte man nicht fliegen. Nein, yeah. Oh, ist doch noch nicht vorbei.
Rein theoretisch könnten wir jetzt den Flugplatz einnehmen. Tut das da vielleicht jetzt jemand mal? Ey, ich habe noch einen zweiten Abschuss bekommen. Der Vince macht das, glaube ich, gerade. Mein Staffelpartner. Ich werde ihn verteidigen. Ich werde auf die Spitfire gehen. Nein, die Spitfire, nein. Ich glaube, Vince schafft es. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Uah. Ist vorbei. Geschafft. Nein, ich wollte gerade noch feuern. Das sollte ein bisschen länger auslaufen, das Spiel. Ist immer doof. Naja, egal. Gut. Wir waren immer das beste Squad, weil er die unfassbar europäen, Franzosen, hätte ich das fast gesagt, Sowjets hatte. So, Forschung. 7mm Offensiv. Eigentlich kann ich auf einen neuen Kühler gehen. Finish. Mit dem habe ich ja nichts gerissen. Dann nehme ich mal hier ein neues Flugwerk. Finish. Und hier haben wir ein gutes Stück dazu bekommen. Irgendjemand hat geschrieben, glaube ich, dass diese Focke Wolf nicht so toll sein soll. Und diese, glaube ich, auch nicht so toll. Doch, die ist ganz toll. Aber die soll wohl nicht so toll sein. Habe ich die noch gar nicht in der... Lol, ich habe die gar nicht mitgenommen. Peinlich, weil die ist nämlich auch ziemlich nice. Die hat zweimal... Also die hat 24mm Kanonen. Ja, ja. Auch wenn ich mit der Focke Wolf gerade nichts gerissen habe. So. Gut, das war's aber auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotz meiner schlechten Leistung ein wenig Spaß und habt vielleicht etwas Unterhaltung in diesem Video gefunden. Und falls ja, dann lasst. Oder falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Ryu. Tschüss.